Ah. Nee, du musst noch einen Step zurück machen, mal. Auf das Feld, genau. Ding. Bevor das wieder weggeht. Und hier müssen wir auch eine Verbindung herstellen. Sehr gut. Sieh dir diese fantastischen Farben an, Cody! Ja, wie ein verdammter Doppelregenbogen! Ein Doppelregenbogen? Wer kennt ihn nicht? Oha, jetzt geht's los. So, wir Warte. Müssen da eine Verbindung und muss da bei dir unten, genau. Danke. Ja. Was bei uns? Wenn es jetzt noch mehr wird, dann wird es nachher wirklich schwierig auszumachen, wo man steht. Bin ich immer noch in einer Illusion? Was ist noch real? Wer bin ich? Reiß dich zusammen, Cody. Ah. Oh, endlich. Wo sind wir hier? Das Herz des Kaleidoskops. Sehen wir uns um. Hey. Ah. Ich wollte gucken, ob das weit genug gedreht ist. Die Frage ist jetzt, wie komme ich denn da hoch zu dir? Also das da nicht stehen lassen auf der... Nee, leider nicht. Das ist ja das Problem. Ich kann es immer weiter drehen. Ich kann oben das Blaue drehen. Kannst du da ja irgendwie dran hüpfen? Ja, das ist ja die Sache. Dreh das mal bis zum Grün hier. Zu dem Podest. Wie ist das so gemacht, dass ich dann da hoch kann? Hier, stopp. Ein bisschen zurück. Tatsächlich, man kann da hochklettern, einfach an der Wand. So, jetzt kann ich das Gelbe drehen. Das muss ich jetzt auch einfach wieder so drehen, bis du da drauf kommst. So. Perfekt. Super. Dann alles mal. Mal. Oh, das hätte ich vielleicht nicht loslassen sollen, während du noch. Links. Okay, nice. So. Ich hoffe, das reicht. Eigentlich schon noch. Jetzt kannst du auf das Blaue drauf. Nice. Wichtig. Am besten nicht runterfallen. So. Ah, der Trick. Ja, vielleicht kommen wir ja gleich wieder raus. Oh, ich muss mich übergeben. Oh, du bist eine Puppe, Cody. Was soll da schon rauskommen? Oh, das ist Ton. Witzig, es riecht überhaupt nicht. Da! Da ist ja ihr Elefant. Ihm geht's aber ganz schön gut dafür. Wie soll wieder bitte hochkommen? Ach, das ist leicht. Wir müssen nur zu dem magischen Schloss, das nebenbei ich gebaut habe. Das magische Schloss ist von dir? Ja. Ja, du bist nicht die Einzige in der Familie, die coole Sachen bauen kann. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und das Ding, das da drüben steht, das fährt uns direkt dahin. Sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir vertrauen? Ich versuch's. Danke. Natürlich. Müssen wir das selber betätigen. Wir müssen zuerst die Schranke öffnen.
Ja. Diese Puppen sie wohl steuern? Sie sagen das und wir beide so, ja, gehen wir da drauf. Nee. Nur Saft irgendwie drauf. Ja, der fliegt einfach ein Propeller. Flugzeug. Will ich einfach damit fliegen? Warum genau bin ich hier? Um auf höhere Sachen zu kommen, oder wie? Ah, hier ist der Dude, der in dieses Häuschen da vorne wahrscheinlich muss. Oder sind da andere Figuren? Sieht schon eine andere Figur. Aber hier drin, der sieht so aus, als wäre das so ein Schöpfner, Pförtner, der hier rein muss. Ach, der muss da drauf. Wow. Okay. Okay, der hier sieht wie ein Bauarbeiter aus. Und der hier wie... jemand, der irgendwie küssen will. Da müssen wir die Figuren sortieren. Okay, ich guck mal, wo ich den Bauarbeiter hinbringen muss. Da oben steht die Frau. Das ist so eine Puppe, die will ja bestimmt nicht küssen, oder? Ja, keine Ahnung. Der Bauarbeiter muss bestimmt da auf die andere Seite, oder? Hier. The Mechanical. Schiffe räumen. So, hier ist noch eine Box. Ansonsten ist hier nicht viel anderes. So, wenn ich ja gleich dran vorbeikomme, kann ich da drauf springen. Hey, was ist das? Was? Lasst mich raus, ihr blöden Puppen! Hilfe! Diese verrückten Puppen. Toll. Das hat hier gar nichts gemacht. Okay. Haben wir alle Puppen schon beieinander? Ja, also diese Figuren eigentlich schon, aber ich glaube, wir müssen die anders ansortieren wahrscheinlich, ne? Es gibt noch mehr. Okay. Ja, der hier muss, glaube ich, dahin, weil der hat so einen Hebel, weißt du, und der betätigt dann einen Hebel mit einem Zahnrad dran und da sollte sie nicht stehen. So, gucken wir mal. Ich glaube, wenn der hier steht, betätigt er diesen Mechanismus. Ja, tatsächlich. Okay, Weiche ist gestellt. Dann. Muss die dahin wegen verknallt. Ja. Klasse. Und der kommt da rein. Siehst du. Würde schon sagen, das wäre ja auch Quatsch gewesen. Jetzt geht die Schranke. Ah ja. Wunderbärchen. Yeah. Das sieht dir aber nicht aus wie der Weg zum Schloss. Ich sagte doch, vertrau mir. Ist etwa ein Dinosaurier? Ja, wir sind in Dinoland. Wow! Es ist wunderschön! Es ist. Und es bringt uns direkt zum Schloss. Ist ja voll cool. Ups, ein schlafender Dinosaurier? Was wurde aus fährt uns direkt zum Schloss? Ich hab den Dinosaurier da nicht hingelegt. Ist jetzt auch egal. Lass uns einfach versuchen, die Schienen wieder frei zu machen.
Wie denn? Vielleicht kann er uns helfen. Ja, oder uns fressen. Nein, 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 der wird uns niemals fressen. Wir sprechen den einfach an. Hallo, Dinosaurier. Der gehört mir. Du nimmst den Roten auf der Plattform. Was genau? Du musst jetzt den... Hier vorne war doch der rote Dinosaurier. Du musst den Knochen nehmen und runterziehen. Ah. Ah, das musst du noch mal machen, weil jetzt kann ich da nicht mehr in den Knochen dran. Weil dann kannst du da nicht rüber, glaube ich, ne? Da musst das du heißt, erst den Knochen nehmen und dann muss ich. Ja, wollo. Ah. Uiuiuiui. Nee, warte. Das Ding wird es aus irgendeinem Grund geben. Jetzt dreht sich das da oben falsch rum. Nee, 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 nochmal. So kommst du nicht weiter. Vielleicht war das ein Bait. Ich weiß es nicht. Ja. Ah ja, hier musst du einmal runterfahren. Aber da kann ich dann... Das hier kannst du mit dem springen? Nee, ne? Nee. Okay. Ja, war klar, drehen sich beide um. Okay. Weil das kann ich nicht weiterfahren, weißt du, was ich meine? Kannst du das andere. Nee, du kannst es nicht ranfahren, ne? Nee, das ist halt, das wird jetzt zu stuck sein. Das heißt, nochmal da runter und bevor du mich wieder hochfährst, nimmst du erstmal das andere? Weiß ich nicht. Aber dann kommst du ja nicht mehr hoch. Ah, doch, ja, ich weiß, was du meinst. Doch, ja. Ich kann das ja jetzt nehmen. Du änderst das wieder. Genau, ja. Ich vergesse die ganze Zeit, dass das geht. Jetzt... jetzt kann ich das nicht mehr verwenden. Okay, warte mal. Aber jetzt drehst du beide. Dreh mal beide. Mhm. So, jetzt packe ich... Oh nein, ich habe Cube gedrückt. Jetzt nehme ich einmal das hier. Jetzt drehst du wieder beide. Sehr gut. Und jetzt haben wir auf jeden Fall freie Bahn. Ach ne, ich habe schon wieder Q gedrückt. Q und E ist meistens eigentlich hoch und runter, nicht, ja, wie hier. Weil hier ist auch Q loslassen. Witzig. Oh oh. Alles in Ordnung? Ja, das habe ich absolut kommen sehen. Jetzt musst du halt so einen ganz langsamen Wallslide machen. Also springst da links gegen die Wand und dann muss, das muss ganz langsam sein, ja. Oh nein, ich bin runter. Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. So, jetzt ist halt das Ding. Ah ja, genau, du kannst da runter. Stimmt. Ah, das ist die Wand auf der anderen Seite. Da kannst du, musst du mittig runterspringen.
Oh. Jetzt musst du halt... Nein. Au. Jetzt musst du an diese Wand dran ganz langsam Wallslide machen. Ja. Da kannst du. Also an meine Wand und dann zieh ich dich hoch. Und jetzt musst du springen. Genau. So, jetzt die Frage, wo... Ah, okay. Einfach nur hochfahren. Sehr gut. Tut mir leid, Mr. Dino. Bitte nicht persönlich nehmen. Das haben die alles gemacht, damit der aufgewacht wird, geweckt wird. Ja. Anstatt der mit dem, dem Anadino, dem auf den Kopf stößt oder so. Na gut. Weiter geht's. Cody, warum rieche ich Rauch? Rauch? Ich rieche nichts. Deine Nase war schon immer empfindlich. Ach ja? Und warum sehe ich davon Feuer? Oh oh. Jo. Ja, klar. Gute alte Zugruppe. Oh. Guck dir das an. Hey, May, geh du in das andere. Hey, sollt ihr die das nicht direkt zum Schloss führen? Cool. Ich komme mir vor wie ein Hamster. Ja, aber sieh's mal von der Seite. All die Sachen, die ich für Rosie gekauft habe, spielen uns jetzt in die Karten. Ja, du meinst sowas wie das da? Das ist doch nur ein Kuscheltier. Na klar. Okay. Okay, ich verstehe. Oh Gott, das ist ja nochmal doppelte Konzentration jetzt. Immer geradeaus, May! Wir müssen beide geradeaus steuern! Ja, diese Feuerkraft ist nach meinem Geschmack. Gott, oh Gott. Auf den Weg. Wie bedienen Sie diese Tür überhaupt? Du bist gefeuert. Wow. Lachpizza hat er auch viel auf Lager auf jeden Fall. Da kommt eine Kanonenkugel auf uns zu! Ja, nice. Jo. Ich weiß nicht, was der macht. Lass ihn mal lieber abschießen. Ach, er geht dann auch hoch. Okay, wir müssen nachher gegen dieses Tentakelviech kämpfen in dem Boot hier. Oh Gott, oh Gott. Das wird eine Katastrophe. Ja, ja. Wie sollen wir das nur schaffen? Oh Schiffe voraus! Hey Leute, ja, das muss Schiffe. Doch alles nicht sein. Wir kommen in Frieden. Ihre Kanonen gefallen mir gar nicht. Mir auch nicht. Wie bin ich jetzt Tentakel? Also wenn ich mich groß machen könnte, dann wäre das auch noch einfacher. Oder mit der Nagelpistole. Mit dem Nagel generell. Ich versenk unser Boot nicht. Pass auf, wo wir hinfahren. Wow, von der Explosion habe ich die Hitze gespürt. Yeah. Einfach so Pinguine. Mit Schlüsseln.
Aufziehpinguine. Und jetzt direkt in die Kühltruhe. Hey, ihr Kleinen. Also, wenn der das für seine Tochter gebaut hat, ne? Mhm. Dann hat er wahrscheinlich nichts anderes in seinem Leben gemacht. Oh oh. Ein Oktopus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes. Das war nicht nett. Schauen wir den Tag mit euren Spielsachen. Nein, lass uns los. Oh, wieso musstest du auch diesen widerlichen Oktopus kaufen? Er ist in Wirklichkeit nicht widerlich, sondern super süß und knuddelig. Hey, Mr. Octopus! Hör am besten nicht hin. Du bist super süß. Und du hast so wunderschöne Arme. Hebst du Gewichte? Bitte lass uns gehen. Siehst du? So wird gebauchpinselt. Red nicht so einen Quatsch, Cody. Und fang an zu schießen. Ist ja gut. Gebauchpinselt. Wir sind gefangen. Es ist ein Strudel. Schieß uns den Weg frei. Es funktioniert. Schieß weiter. Oh, die Tentakel noch. Ja. Bevor er unser Schiff zerstört. Oh nein. Okay. Jo. Das sind keine Freundschaften. Halt dir im Abstand. Heiliger Strohsack, geht's dir gut? Mein Kopf dreht sich, aber er ist noch da. Na. Los. Ei, ei, ei. Ja, wir kriegen das schon hin. Okay, jetzt wird mir auch noch schlecht. Übergib dich jetzt bloß nicht. Oh, sei still und schieß weiter. Oder ihn erschießen, würde ich sagen. Oh. Ja. Hey, ich glaube jetzt. Ja. Sehr schön. First Try auch wieder nice. Und da fahren wir jetzt auf einmal mit dem Karren, der auf einmal auf unserem Boot gespawnt ist, weiter. Du kaufst Rosie nie wieder etwas, das mehr als zwei Arme hat, okay? Wie ich schon sagte, in der richtigen Welt war er süß und hat nicht versucht, mich zu töten. Wow. Der ist aber auch süß. Süß. Ja. Der war nur sauer aus irgendeinem Grund. Oh oh. Okay. Hey! Das ist ja fast wie in der Geisterbahn hier! Du hattest richtig Angst. Dir hätte es auch nicht gefallen. Ja, das schlimmste erste Date aller Zeit. Aber wir haben überlebt. Und ich hoffe, dass wir das hier auch überleben. Oh, was soll das denn? Die Brücke dürfte gar nicht oben sein.
Kein Wunder, sie hängt an einem Ballon. Hey, das ist ja Rosies Ballon. Oh ja, mir macht der blöde Ballon irgendwie Angst. Wieso hast du den überhaupt gekauft? Jetzt kommen wir nicht zu dem Elefanten. Die Brücke muss ich doch wieder absenken lassen. Oh, um Gottes Willen. Na, ihr zwei? Hey. Wir lassen die Brücke nur für Besucher des Schlosses runter. Oh gut, wir sind nämlich Schlossbesucher. Seid ihr etwa wegen der Königin hier? Nein, wir wollen den Elefanten sehen. Welchen Elefanten? Na, Rosies beste Freundin, Fanti. Der Elefant auf dem Bild. Oh, aber das ist die Königin. Hä? Oh, ja, ich erinnere mich, ja. Ah, Rosie ja. hat dem Elefanten eine Krone aufgesetzt, also eine Königskrone. Und so wurde der Elefant zur Königin? Ja, es ist wohl ihr Lieblingsspielzeug. Na, wunderbar. Jetzt killen wir eine Königin. Nicht so. Verzeihung, wen bitte killen? Nein. Sie sagte chillen. Ja, chillen mit einer Königin. Wir freuen uns da schon eine Weile drauf, mit ihr zu chillen, richtig? Ich verstehe. Nun, alle Besucher müssen sich aber erst als würdig erweisen für eine Audienz bei der Königin. Nehmt euch einen von diesen Bällen und lasst damit den Ballon platzen. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr auch Zutritt zu dem Schloss. Sehr gut, danke. Ja, lassen wir den blöden Ballon platzen. Ja, also das, was sie hätten sowieso machen müssen. Was ist das hier? Ah. Oh, jetzt, ich verstehe jetzt. Okay, ja. Oh nein, dann bin ich jetzt drin. Oh Gott. Ach Gott. Das ist ja übertrieben schwer. Aber warte, kann es sein, dass du mir helfen musst? Da ist noch so ein zweites Ding dran. Oh, oder so. Aber ich glaube, normalerweise solltest du dann an das andere Ding, also an das kürzere dran gehen. Das kann sein. Lol, okay. Sieh dir all die Blöcke und Räder an. Zeit für den guten alten Hamsterantrieb. Sie scheinen alle verbunden zu sein. Fit ist er raus. Okay, dann bringen wir den Ball ins Rollen. Sieh dir die Robben an, wie niedlich. Ah, hier muss dann einer gut machen. Der andere steht dann hier drin. Ja. Nee, du musst dich da oben reinstellen, sonst schaffe ich das gleichzeitig, glaube ich, nicht. Oder? Nee. Hä? Oder musst du rummachen? Nee, so war richtig, ne? Ja. Okay, nice. Bei dir hat's geklappt. Ah. Ich hab das zuerst auch nicht gesehen, witzigerweise. Hey, ja. Das ist unser Ball. Oh, stimmt. Na los, holen wir ihn. Ah, chillig. Vorbeigesegelt. Oh. Warte. Ja, deswegen. Hä? Wow. Das sah so aus, als hättest du getroffen. Moment. Oh. Ja, oder so. Ah, das hat geklappt. Ah ja. Okay. Ah, das andere Ziel war dahinter und eins muss man da durch die Gitter fliegen, oder wie? So, denke ich. Nee, durch die Gitter kann man nicht. Dann vielleicht doch erst das da hinten. Ja, hinter dem Vorhang da. Ja. Warte. So? Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Vorhang wieder aufgeht. Das sieht gut aus, aber es ist halt ein bisschen zu tief am Ende gewesen, witzigerweise. Ist so jetzt. Ach komm. Wie viel Pech kann man haben? So. Dann so jetzt.